Heute haben wir vor, mit euch eine kleine Vorspeise mit als Rehleber Parfait mit geklärter Nussbutter und mit der Leber. Und dazu geben wir einen kleinen Salat mit Himbeeressig-Dressing, mit Granatäpfeln und ein Stückchen Baguette dazu. Wild ist hier in der Gegend natürlich immer wichtig, gerade im Winter bereichert das Wild unsere Karten und unsere Menüs. Wir arbeiten immer dran, die klassischen Wildmenüs toll rüberzubringen, aber wir arbeiten jetzt auch dran, neue Gerichte zu erfinden und mit neuen Gewürzen, neuen Rezepten auch die jungen Leute für Wild zu begeistern. Und versuchen dort auch so, wie wir es jetzt mit dem Rehrücken machen, mal andere Gewürze mit reinzubringen, um auch andere Leute, die vielleicht schon ein paar Mal bei uns waren, auch mal was anderes bieten zu können, auch mit den jungen Leuten, und dass jeder mal sieht, wie vielseitig Wild sein kann. Im Hauptgang haben wir uns heute überlegt, den Rehrücken mal ein wenig anders fertig zu machen. Viele kennen ihn mit Speck umwickelt oder im Ganzen gebraten. Wir versuchen es heute kurz gebraten mit einem Gewürz, mit Kaffeebohnen und mit Schokolade in der Soße hinterher, wodurch wir einen besonders runden Geschmack kriegen, aber ist auch mal was anderes. Dazu haben wir heute einen Röstitaler und Böhnchen im Speckmantel. Wir braten ein paar Pfifferlinge dazu und natürlich dann diese Schoko-Kaffeesoße.